Es ist vollbracht und Deutschland hat einen neuen Superstar. Am Samstagabend flimmerte das große Finale von DSDS über die Bildschirme. Laurent Berisha, Kian Seper Josef Baik, Monika Gajek und Sem Eisinger durften auf der großen Bühne ein letztes Mal ihr Talent zeigen und vor einem Millionen TV-Publikum singen. Dann war es endlich soweit. Der Sieger von 2023 wurde gekürt. Und es ist Sem. Nach über 4 Stunden Sendung und zahlreichen Auftritten war der Moment der finalen Entscheidung gekommen. Nacheinander wurden die Platzierungen von Moderatorin Laura von Tora, 34, verkündet, der 4. Platz ging an Kian. Auf dem 3. Platz landete dann Laurent. Anschließend wurde es ernst. Sem und Monika banken gemeinsam um den Sieg. Schlussendlich durfte aber Sem freudestrahlend den Pokal entgegennehmen. Für Sem steht nun nicht nur eine Karriere als Musiker an, sondern auch schon die erste Tour. Gemeinsam mit Chefjuror Dieter Bohlen, 69, darf er durch Deutschland reisen und auf den großen Bühnen des Landes performen. Was sagt ihr zum Gewinner? Stimmt unten ab.